Hallo und herzlich willkommen zur Steinezeit. Ja, wir machen heute hier am Berg weiter, deshalb hier auch gleich die Kameraeinstellung. Wir gehen mal ein bisschen näher hin. Und zwar habe ich vor, heute hier ein Bushäuschen hinzubauen. Ich möchte dann diese Parkanlage, Gehwege bis nach vorne erweitern, ein bisschen hier den Berg anpassen. Die Plattform ein bisschen kürzer machen, noch ein bisschen anpassen. Ich habe auch wieder Steine bekommen von der Klemmbausteinwelt, Mauersteine. Das heißt, ich kann dann hier auch die Mauer fertig machen und hier ein bisschen erweitern. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde sagen, ich fange an mit Bauen. Bleib dran, ich melde mich wie immer mit kleinen Bauabschnitten. Ja, da bin ich mit dem ersten Zwischenstand. So schaut es inzwischen aus. Ich habe jetzt die Plattform ein bisschen verschoben um 4 Noppen waren es oder 5 Noppen hier vorne, damit ich hier ein bisschen Platz habe, damit ich meinen Mauerzaun-Heckenbereich gleichmäßig machen kann, immer hier mit 6 Noppen Zwischenabstand. Ich habe dann hier das Feld ein bisschen vergrößert. Ich habe hier unten dann den Untergrund für den Fliesenweg gemacht und ich gehe jetzt hier langsam auf dem Weg über vom Braun auf graue Blades und dann kommt hier das erste Bushäuschen hin. Das ist von einem alten Lego-Bahnhof, waren das Restteile und das stelle ich jetzt da hin. Dann habe ich noch Stühle reingesetzt oder reingemacht, gebaut, ja, je nachdem wie man sagen möchte. Ich habe einen orangen Streifen hingemacht, einen kleinen Bordstein, eine kleine Kante, so als Wandstreifen und dann noch manchmal ein Gehsteigstreifen kommt hier hin und dann, ja, bleibt dran, solche, schauen wir mal, was wir hier noch so weitermachen, wie wir weiter nach vorne arbeiten. Also bis zum nächsten Bauabschnitt. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Bauabschnitt und zwar habe ich jetzt wieder hier schön den Weg gefliest, die Fläche oder Platz, wie man auch immer das nennen will. Ich habe hier vorne die ersten Pflanzen wieder hingemacht, begrünt nochmal. Jetzt fehlt hier vorne nur noch die Hecke an den Mauern und am Abschluss, ich habe hier nochmal 2 Stühle hingebaut. Der Aussichtspunkt ist jetzt auch soweit fertig. Dann habe ich vorne ein paar kleine Blades noch hingemacht, um das Ganze hier ein wenig aufzulockern, damit es auch schön ausschaut und geschmeidig wird das Ganze. Dann habe ich nochmal ein Grünzeug gebastelt. Jetzt bin ich hier tatsächlich am Überlegen, wegen so einem Baum, ob ich hier nicht 2 so Bäume reinstelle und die großen Bäume weglasse, damit es hier nicht so viel Platz wegnimmt. Ich glaube, ich zeige euch das dann später noch einmal im weiteren Abschnitt. Mache die Bäume gar fertig, einen braunen Stamm noch hinmachen. Und ich würde dann sagen, nee, machen wir anders. Ich hätte dann jetzt nochmal zwischendurch eine Frage an euch. Und zwar habe ich Schränke gekauft. Das sind so Küchenschränke. Die Frage jetzt an euch, ich baue hier unten drunter Schränke, durch den Unterbau ein bisschen anders machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir doch, ob ihr das sehen wollt, wie ich das reinbaue und mache. Es werden insgesamt erstmal 3 Schränke reinkommen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das interessiert. Und dann gibt es ein paar Infos in einem Video dazu, wenn das gar fertig wird. Okay, das so zwischendurch. Ich mache weiter. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Bleibt dran. Ja, wir haben den nächsten Bauabschnitt fertig. Und zwar ist jetzt hier vorne die Felsfront soweit angepasst und gebaut. Mauersteine sind von dran, Abschluss dran. Oben drauf könnt ihr nur noch fließen. Dann habe ich hier oben weitergemacht den Untergrund. Das heißt, wir können hier jetzt noch den Weg weiter fließen bis hier vorne hin. Gehsteig noch machen, den Randstein hin machen wir noch. Ein paar Kleinigkeiten noch und das Ganze hier oben noch irgendwie verhübschen. Und dann sind wir ja schon fast am Ende der heutigen Update-Folge. Also bleibt dran, schaut es euch an, bis wir gar fertig sind. Ja, hallo, da bin ich wieder. So schaut der Berg jetzt im Prinzip aus. Ist jetzt soweit alles fertig. Die Front an sich ist gemacht, die Felsen sind dran. Ich habe jetzt den Mauerabschluss hier oben hin. Ich habe hier vorne nochmal die Felsen gestaltet am Berg selber. Das heißt, dann demnächst geht es auch weiter hier um die Ecke rum. Der Weg ist gepflastert. Ich habe ein bisschen Grünzeug noch hingemacht. Ich habe dann hier den Abschluss fertig gemacht für die angedeutete Bushaltestelle. Es ist ja auch so, dass im Straßenverkehr es durchaus Bushaltestellen gibt, wenn dann der Bus hier hält, dass dann der nachfolgende Verkehr stehen bleibt. Ja, dann habe ich das Schild hier mit der KU, mit der Klemmbaustein-Universität aufgestellt. Von
der Seite schaut es jetzt so aus, dass die Mauer da auch einen kleinen Abschluss zur Straße bildet. Dann ist jetzt auch der Aussichtspunkt fertig. Ich habe hier die restlichen grünen Blätter hingemacht, die Hecke fertig gebaut. Dann habe ich auch vor, die großen Bäume hier stehen zu lassen. Die kleinen Bäume, was ich euch vorhin gezeigt habe, die sind zu klein, die wirken nicht. Die habe ich jetzt erstmal hier hingestellt. Da finde ich dann auch noch einen schönen Platz, wo man die unterbringen könnte. Ja, so ist jetzt das ganze Gesamtbild. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal Zug und genießen gar oder lassen das Video gar ausgehen. Wir fahren heute wieder mal ICE. Und da fährt er schon los. So. Rein in den Bahnhof. Und weil wir dann noch einen zweiten EC haben, fahren wir mit dem hier raus aus dem Bahnhof. So, und der fährt hier auch gleich weiter. So, zwei Züge haben wir. Jetzt schauen wir mal, was passiert bei der Zugfahrt, ob ich da heute was Vernünftiges zusammenbekomme, wenn ich zwei Züge gleichzeitig fahren lasse. Hier unten kommt der Lego ICE, hinten haben wir den von Bluebrix fahren. Schaut auch ganz gut aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch die Züge im richtigen Moment hier stehen lasse. So, sorry, wenn es jetzt ein wenig wackelt. Der fährt in die Richtung. Sollte unser weißer Schnellzug wieder kommen vom Bluebrix. Hier hinten kommt unser ICE wieder von Lego raufgefahren. Und den fahren wir mal jetzt ein wenig langsamer in den Bahnhof rein. Dann schauen wir uns unseren ICE an, wie er hier losfährt. So, dann lassen wir den hier wieder starten. Dann kommt hier schon unser nächster Zug wieder angefahren. Den lassen wir langsam in den Bahnhof reinfahren. Und schauen wir uns hier nochmal unseren Lego-Zug an. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wisst ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, dranbleiben. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr die Links in der Videobeschreibung benutzt. Lasst es euch gut gehen, habt Spaß beim Bauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.